Ein herzliches Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play von Tomb Raider 2 Remastered. Da wir jetzt das nächste Level jetzt erreicht haben, mal gucken, wie heißt das nochmal? Ah, die Katakomben des Talion, okay. Oh. So sah das dann in diesen normalen Tomb Raider 2 aus und jetzt hier dieses. Ja, hier müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Wegen dieser Eiszapfen. Ist nochmal gut gegangen. Okay. So, dann hänge ich mal hier ran. Und Leute, bevor ich es vergesse, lasst ein Like und ein Abo da für noch mehr und so solche Let's Plays. Oh, was sind denn meine lieben Äuglein denn da? Ich hole mal erstmal die Fackeln raus. Ah, nochmal Fackeln und sofort das erste Secret. Ich bin mal auch gespannt, wie lange das dauert, bis ich jetzt hier mit dem Level fertig werde. Oh, ist das dieses Level hier mit den Yetis? Scheint mir fast so, wa? Das ist das Level hier mit den Yetis ist. So. Ach, Lara. Was machen wir nur mit dir? Na komm, dann nehmen wir uns mal eine bessere Waffe für. Komm, wir nehmen mal die Automatik. Ja, weg mit dir, Junge. Die Yetis haben hier kein Recht zu leben, so. So, speichern wir erstmal wieder. Ja, ich weiß, ich speichere viel, aber ich habe halt kein Vertrauen. Das ist das. Ich vertraue halt mein Instinkt nicht, das ist das Problem. Aber was soll's? Lieber einmal mehr speichern als einmal zu wenig, weil es ist halt oft besser, wenn man mehrmals speichert. Ja, der Tiger, der schreit schon nach Essen. Ja, der kriegt euch auch was zu futtern. Nur aus Metall. Hallo? Wo bist du, Tigerlein? Hallo? Tigerlein? Ich habe Leckerli für dich. Oh Scheiße. Diese blöden. Wow. Sind hier noch mehr von diesen scheiß Eiszapfen? So, wir speichern sicherheitshalber noch mal.
Oh, wieder diese herrliche Hintergrundmusik, ey. Ich. Boah, das gibt einfach so ein Feeling ab, ey. Ich schwärme davon, wirklich. Ich mag das Spiel auch total. Na, Kollege, wo bist du, hä? Ja, komm, da hauen wir mal unsere Schmutzis raus und dann. So, hier, sonst noch Sonderwünsche? Ah, Munition und Medipacks. Sehr, sehr wichtig. Wichtig ist es auch, dass ich wieder ein Medipack genommen habe. Denn ich möchte mal klarstellen, dass das hier auch ein verdammt schweres Level ist. Mein Gott, ey, diese Viecher, die ringen auch in den Ofen, ey. Kannst du gleich schon wieder ein Medipack nehmen, nur. Weil diese Biester Hunger hatten. So, dann schauen wir uns mal hier nochmal um. Vorher speichern wir. Weil ich möchte nicht den Scheiß nochmal machen. Was sehen wir da? Oh, ein Medipack. Ja, Lara. Aha. Schön, dass es dich interessiert, wie wichtig und so unsere Befundnisse so sind. Ganz abgesehen davon ist hier da auch wieder so eine Sprossenleiter. Oh, hier geh mal lieber durch. Gucken, haben wir hier noch was? Nein. Ach du heiliges Kanonenrohr. Nee, da müssen wir jetzt nicht hin. Aber wir können uns hier mal im Wasser umschauen. Aber so wie es dann anscheinend hat, liegt hier nichts rum. Also kann man wieder auftauchen und aus dem Wasser raus. So, das war schon mal wichtig, dass ich hier diese Steinkugeln da ausgewichen bin. Ist da noch eine? Oder kommt da noch eine? Nee. Na gut. Da müssen wir jetzt erstmal gucken, wie wir jetzt überhaupt hier weiterkommen. Nee. Mal gucken. Ebi muss es doch hier weitergehen. Ja, das ist auch schon wieder eins von den Leveln, die ich kaum spiele.
Oder eher gesagt, die ich schon lange nicht mehr gespielt habe. So, jetzt müssen wir uns hier erstmal noch mal ein bisschen umgucken. Vielleicht haben wir hier immer noch so ein paar Befundteile hier. Vielleicht liegt hier in, gerade solche Ecken sind eigentlich immer wieder gut hier für Sachen, die man schon finden kann, aber so wie es den Anschein hat, ist hier aber leider nichts. Jetzt muss ich auch mal jetzt mal wieder überlegen und nachdenken. Nee, das solltest du. Das war jetzt nicht, was du machen solltest, Lara. Nee, also jetzt bin ich auch schon wieder überfragt. Also jetzt müssen wir halt abwarten. Abwarten und nachgucken, wie geht's weiter. Ganz abgesehen davon haben wir mal diese Kugeln da schon ausgewichen. Also das Level, das hat schon echt schon in sich. Aber das kriegen wir hin. Also da bin ich schon voller Überzeugung. Mir ist aber halt noch nicht klar, wo. Und das war das erste Mal, dass ich in den Level schon das erste Secret gefunden habe. Ja, und das muss ich auch noch mal neidlos anerkennen. Ey, das ist Level, ey. Da musst du selber erstmal mehr überlegen. Gerade weil die weil das Level, das was ich auch kaum gespielt habe. Na gut, ich habe auch dieses klassische Tomb Raider 2 auch noch, aber das spiele ich hier jetzt ab und zu mal so, wenn ich mal
Bock auf das normale Tomb Raider 2 habe, sonst mache ich jetzt hier Tomb Raider 2 Remastered. Ich melke die alle weg da mit den mit ihren, ja, sag schnell, mit ihren komischen Yetis da. Ganz abgesehen davon hat Crystal Dynamics auch diese Spielmarke gemerkt und dafür gesorgt, dass wir uns jetzt hier mit der wunderschönen Remastered-Version uns hier beschäftigen dürfen. Aber sobald ich das Level fertig habe, ach Quatsch, das Spiel durch habe, gibt es dann hier auch noch die Bonus-Level hier von Tomb Raider 2? Und versprochen, da gibt es dann, auch wenn ich das noch nicht so gut kenne, na gut, ich habe da schon mal reingeschaut hier. Damals auch hier von den alten Let's Plays von Tales Gaming. Junge Marco, wenn du das siehst, schöne Grüße. Also ich feiere deinen Kanal auch total sehr. Schau doch auch mal gerne mal rein und lass gerne auch ein Like und ein Abo dann da. Nee, ist ein lustiger Kerl. Hier Tales Gaming. Muss ich schon ganz ehrlich sagen. Und der macht das auch gut. Natürlich gehen auch noch Grüße an Journey raus. Ich hoffe, dir geht's bald irgendwie besser, weil irgendwie vermisse ich deine Let's Plays sehr und deine Livestreams genauso. Wenn du das Video siehst, Johnny, lass doch auch mal gerne mal ein Like und ein Abo da, auch an die Community, die auch hier bei den ganzen Livestreams dabei sind. Na gut, ein paar haben ja schon von euch meine Videos gesehen. Auch sehr gefeiert. Vielen Dank dafür auch. Das freut mich einfach sehr. Und auch vielen Dank an allen, die meinen Kanal abonniert haben. Gerne mehr davon auch. So, wir sind hier jetzt oben. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So, ab hier werde ich jetzt erstmal speichern. Nicht, dass ich den Scheiß noch mal machen, noch mal wiederholen muss.
Moment mal. Muss ich jetzt hier hoch? Nee. Jetzt bin ich selbst überfragt, Leute. Nee, Moment mal. Ja gut, ich muss schon zugeben, ich habe kaum noch Erinnerung an dieses Level. Ah, genau. So, dann haben wir ja jetzt hier dieses. So, dann speichern wir noch mal. Egal, alles gut. Ja, hier kommen wir ganz locker hin. Oder auch nicht. So. Ah, okay. Jetzt weiß ich Bescheid. Deshalb speichern wir erstmal wieder. Das ist schon. Bin ich hier überhaupt richtig? Ja, hier bin ich richtig, genau in den Stacheln. Mann. Lara, ein Herz und eine Seele. Beides muss man dir gleichzeitig besorgen. So. Jetzt gucken wir auch erstmal wieder speichern. So, ich nehme es irgendwie immer auf die leichte Schulter. Im Moment, da können wir auch schon die Schrotflinte nehmen. Ganz abgesehen davon haben wir diesmal mit unserer geschulterten Schrotflinte diesen komischen Schneetiger aus dem Himmel genommen. Ich meine, auf den Boden geschmissen. Und ja, ich weiß, ich habe dies eine Wort wieder gesagt, dies GAD. Aber na, ich versuche es mir zwar abzugewöhnen, nur irgendwie will das noch nicht so. Ich weiß, das wird auch noch ein hartes Stück Arbeit, aber ich krieg das hin.
So. Jetzt müssen wir noch mal abwarten. Was passiert? Okay, wir. Wir müssen dahin. Alles gut, Leute. Mensch, Lara. Was soll man mit dir noch machen, ey? Springst gerne gegen Wände. Du musst schon springen. Ach, Lara. Du machst auch nur, was du möchtest, ne? Fräulein. Ah, okay, so. Na gut, dann. Ich habe auch echt keinen blassen Schimmer, was ich jetzt hier will. Medipack nehmen. So. Scheiß Raubkatzen, ey. Auf Wiedersehen. Es gibt hier nichts mehr für euch hier. Raubkatzenfütterung, yay! Alles hier mit unserer geschulterten Schrotflinte. Oh Mann. Sind denn jetzt wenigstens genug Tiger gekommen? Oder hier Leoparden oder was das da sein sollen? Ich muss es selbst erstmal gucken. Weil das ist wohl schon jahrelang her, dass ich das zuletzt mal durchgespielt habe. Lang ist es auch auf jeden Fall her. Hier haben wir erstmal die Raubtiere mit Blei gefüttert. Ja, genau, Moment. Ach, Lara. Deine Saltos. Deshalb speichern wir hier erstmal nochmal.
Oder nehmen wir das Ding hier mal mit? Dann raus. Ne, da müssen wir jetzt mal gleich mal wieder die Waffen wechseln. Weil die beiden Ganoven, die ja jetzt kommen. Junge, stirb endlich! Meine Fresse, ey. Guck mal, wie also so ein scheiß Medikit hier nehmen. Ja, Medipack hat er auch. Und Munition. So, jetzt muss man noch mal überlegen, wie geht es jetzt überhaupt weiter. So, jetzt müssen wir halt noch mal gucken, wie geht es jetzt hier weiter. Ne, wir müssen wieder in diesen einen Raum. Ne. Müssen wir jetzt hier hin? Ne, da wo die Brücke ist. Ne, da wo dieses Wasser ist. Oder? Ne, wisst ihr was? Wir machen da mal hier mal einen Cut. Und wie es dann weitergeht, seht ihr dann in einer anderen Folge. Lasst aber gerne ein Like und ein Abo da. Und da würde ich sagen, bis dahin. Ciao. Euer Marcel Let's Play.